Wir haben doch schon alles gelootet, jetzt geht einfach hin, verdammt! Wir haben also schon alles gelootet. Ja! Ich finde, man kann auch übertreiben. Weil ich jetzt hier ein bisschen von der Story was machen, Junge. Weißt du. Sehr leicht. Ich weiß, was ich nachher mache. Was? Ich schubse dich nachher einfach in meinen Vorlaufstand. Dann wirst du direkt am Anfang bei dem Speicherpunkt von Wachbord angekommen. Ghost! Cool, könnte es sein. Ach. Siehste. Ich will alles einfangen. Noch. Hi! Ich kann schon Metro-Ticket wird uns jetzt angeboten. Ja? LOL. Habe ich mir herausgefunden. Habe ich mir direkt gemerkt. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil er fragt nämlich, das ist, wo er nach, danach fragt, haben wir ein Ticket? Okay. LOL, wie geil ist das denn? Ich dachte, dass du das auswählst. Das ist keine Ahnung von der langen Leitung. Nein, garantiert nicht in der Hose. Mano. Was, Kai? Gehst du jetzt endlich mal zu diesem Plaza, verdammt? Oh, Junge. Ich loot halt gerne. Da waren wir gerade. Da wird man da nichts mehr finden, weil wir da schon waren. Ja, warum ist der so kaputt? Keine Ahnung. Von dem Arsch gefickt wurde. Nee, von dir. Mit dem kleinen Sinnkolben. Okay. Doch, weil du mich gerade so aufregst. Sag mal, kannst du auch mal treffen? Verweilen in diesem Bereich ganz ernsten Verletzungen und Tod führen. Gesetzlich geschrieben. Geh weiter. Wir schießen ihn einfach. Bitte weitergehen. Der ist wichtig. Wofür ist er wichtig? Wenn du ihn erschießt, bekommst du bestimmt wieder Halt. Tun wir auch. Aber ich kann noch warten, bis er noch ein bisschen geschädigt wird. Siehst du? Deswegen! Ticket! Vielen Dank für die Fahrt. Ah, ja, danke. Oh. Machen wir vor, Ticket einfach. Ey. Siehst du jetzt mal? Bitte weitergehen. Alter, Pascal, ich möchte jetzt auch noch heute was schaffen. Ja, ich gehe ja schon. Oh, wie ich recht hatte. Kommt der nicht raus? Nein, bitte. Was ist das? Gas? Aufgrund eines Systemversagens der Klasse 7 haben sich alle Wartungstechniker bei ihrer Dienststelle zu melden. Das Versäumnis dieser Aufforderung Folge zu leisten hat nach Klausel
45.7a des Vertrags mit der Servicearbeitergewerkschaft eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ach nee, Arbeitsverhältnis. Ich habe jetzt gedacht Aufenthalt. Laserwaffenprotokoll ja mitnehmen unbedingt. Nikola Tesla. Alter. Können wir erstmal das lesen? Ah, und Cheats ist das andere. Das trotziges sind andere Cheats. Das Ganze nach oben. Ach da. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen DCTA Laserpistole. Standardausführung. Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten um die. Okay, das ist ein bisschen viel. Ach so, letztendlich ist es wieder eine Waffe, oder? Ja, das ist einfach nur eine Einführung zu der Laserpistole, die wir haben. Ach so, okay. Aber wir können da drin ist einfach nur, dass man nicht auf Gas schießen kann. Ja, aber wir haben noch was zu lesen, Pascal. Da, Tesla und C. Energiewaffen 2. Nice. Oder schießen, oder? Wir machen ein Stück 22 in der Pistole. LOL! Hast du ihn darauf geschossen? Was? So. Ich konnte das überhaupt nicht erkennen. So, was ist das? Entschuldigung. Haarklammer? Ernsthaft? Haarklammer? Ja, die dran sind. Schau doch nochmal um, ob da was ist. Achso, geht's ja gleich noch. Ja. Friendship Station. Eine Freundesstation. Was? Wieso eine Freundesstation? So hässlich habe ich auch nicht. Na, wessen Zeichen ist das? Keine Ahnung. Stille eine komische. Achso. Gas! Was? Das ist Gas. Ja. Das kann. Och, das aktiviert sich nicht. Das ist cool, ich hab das erst überhaupt nicht erkannt. Das ist so komisch, was da. Blaue Zutrittskarte? Das weiß ich nicht mehr, oder? Das war schon eine blaue Zutrittskarte. Wollt ihr googeln? Nein, das. Das finden wir so. Ja, ich möchte es aber gerne wissen. Weißt du, was mir einfällt? Hm? Wir haben noch eine Kampfrüstung gekauft. Stimmt. Blaue Zutrittskarte von 3. Das steht da so wertlos. Zugangskarten sind Items aus Fallout 3, die man zufällig finden kann. Sie helfen einem nur, wenn man sich in den Metro-Stationen befindet, weil einem dann die Protectons beim Kampf gegen Gegner in der Nähe helfen. Zugangskarten findet man zufällig im Ödland der Hauptstadt. Sie befinden sich im Inventar von Ghoulen, Centauren und Trox. Wenn man sie fit installiert hat. Hab ich. Lol, dann habe ich aber auch die DLCs drauf, weil ich habe auch die blaue Zutrittskarte. Ja. Ja. Bei einem Ghoul stehen die Chancen 1,5%, dass er eine der beiden Karten fallen lässt. Bei Centauren stehen die Chancen 0,6% und bei Trox sogar nur 0,4%. Bei welchen war die letzten? Für Trox.
Nein. Was? Okay, das ist mal. Das ist ja jetzt gerade wieder beendet. Also. Ach. Ich und meinen Rosti. Hier. Bei Zentauren 0,6 und bei Trox 0,4. Oh, das kenne ich gar nicht. Vielleicht mal gucken, was das ist. Ja. Aber die blaue Zutatskarte kriegt sie hier noch. Das sind Trox. Den hat es ein bisschen was für viele. Der ist ein bisschen übermäßig, glaube ich, wie ich finde. Also Trox, mein, für euch sind letztendlich so wie die da liegen zu Ghule, aber die sehen halt ein bisschen furchterregender aus und laufen die Trox sind Aliens. Alien-artig. Ich habe ja nur kurz gelesen, sehen Ghulen ähnlich. Hm. Ja. Ja, aber das sollen, glaube ich, also das sind, glaube ich, eher. Ja. Irgendwie auch. Die haben auch komischen Körper gebaut, manche. Ja, menschlich. Nicht alle. Die Trotz eigentlich auch, aber. Bist du müde? Ja. Burn, Motherfucker, burn. Achso, die Rüstung hast du ja eben schon zusammen gemacht. Crafted. Ja, genau, alles klar. Ach schon, dann bist du aber auch lang, oder? Nö. Oh, Junge Pascal, ich hab halt keinen Problem. Ja, dann schlafe ich immer drin, dann redet du auch ganz mal mit mir. Scheiße, jetzt kacke. Junge, wir haben die letzten Aufnahmesessions wirklich null geschafft, in dem Sinne. Doch, jetzt haben wir was geschafft. Ja, fast! Jetzt kommt's! Was haben wir geschafft, abgesehen von der Mythen WC? Wow. Ja, wir haben jetzt selbst heute genauso viel geschafft. Wir haben nur gelootet. Ja, aber in Fallout geht es halt auch darum, einfach hier rumzulaufen und ein bisschen zu looten. Das ist halt so. Ja, aber doch nicht immer so extrem. Das kann man mal in Special-Folgen machen. Nein. Aber nicht, wenn wir ein Ziel haben und uns immer davon abwenden. So ist Fallout. Also du kannst das Ziel zielgerichtet spielen, so wie du es spielen willst. Oder du kannst es so spielen, wie ich, und ziehst dafür aber auch die ganze Welt dahin. Ja, selbst mit meinem Spielstil will man die ganze Welt dahin geben. Ja. Doch. Nur die Hälfte. Nee. Ja. Glaub nicht, ich hab's ausprobiert. Ich habe eine ganz andere Spielweise, das weißt du gar nicht, wie ich viele Spiele spiele, die eine Story haben, und das ist ein Spiel mit Story. Yay, endlich geschafft. War nur beim zweiten Mal. Das ist nice. Siehst du genau das, was ich so nicht bekomme, wenn du so das Ding so. Doch! Pascal, du kennst mein Stück. Du wärst da vorne jetzt lang gegangen, wo du lang gehen musst. Nein. Ich nicht. Dann beschwer dich nicht, dass ich hier rumlaufe. Du machst es aber anders, weil du lässt dich ja von allem ablenken, im Gegensatz zu mir. Weil ich habe ein Ziel und werde nur mit geringem Abweichung dahin gegangen.
Im Gegensatz zu dir. Weil du gehst ja meistens noch zurück. Wir wollen uns mal an die letzte Aufnahmesession erinnern. Überleg mal, bei der Bibliothek, was da war. Oder erinnerst du dich da nicht mehr dran? Nö. Wir mussten hin. Und dann bist du da hingegangen. Und dann bist du da später sogar noch zweimal hingegangen. Weil du dann nicht wusstest, ob wir da jetzt alles herausgelootet haben. Obwohl wir da schon dann dreimal insgesamt waren. Und dreimal ist zu vieles looten. Und so sehe ich das halt. Und das ist halt so ein bisschen dein Spielstil. Wie ich finde. Friendship. Oh. Heimtückisch von hinten. Komm da runter. Leute, da kommen sie sogar. Bleiben Sie doch mal ruhig. Ja. Ganz dumm. Wir haben auch einen Raketenwerfer, oder? Nein, nein. Wo sind die? Diese Raider hasse ich, diese Maschine, diesen Raketenwerfer. Mhm. Ist der das? Ja. Ach, Junge, das ist so eine Figur. Nichts gegen Frauen an dieser Stelle, ich hab nichts gegen Frauen. Aber das ist ein bisschen komisch. Was zum Ficken gern? Das ist meine Flachwitz. Deine Flachwitz lachen? Das ist ganz so eine Flachwitz lachen. Oh, Supermutter. Oh, Supermutter. Oh, ja. Noch ein Supermutter. Die müssen normalerweise Munition dabei haben. Felix ist so komisch einfach, wie die stöhnen oder keine Ahnung, was die da machen. Die stöhnen, weil ihre Mutter die Tür alles schon gut. Ah, das kann. Ach, wow. Mit allem kann man das machen. Ein voller Vier, aber nicht hier. Oh, Laserpistole könnten wir theoretisch reparieren. Nach unten, da ist noch eine Laserpistole. Nice. Und wo müssen wir jetzt noch hin? Ich habe jetzt null Orientierung mehr. So. Wir haben Schaden bekommen und keinen Balken noch. Das heißt, jetzt bist du da nur rausgegangen für die Erfahrung, weil wir den Ort noch nicht entdeckt haben, ne? Ja. Und für die Erfahrung von den Raidern. Ja. Wo ich sogar dachte, dass da die Supermutanten auf uns warten, aber die haben sie ja schon gefällt. Witzig. Warum guckst du da eigentlich noch rein? Weil die haben doch meistens nur Kakerlakenfleisch. Ja, manchmal haben die auch. Achso. Arlington. Faggy, keine Ahnung. Boston. Was? Jetzt auf Minuteman. Da. Elefant Plaza. Super. Ein Schiff. Da oben sind wir. Und wo bist du hin? Plaza. Elefant Plaza, oder nicht? Ja. Minuteman. Franklin. Ich hab mir den Kopf gestoßen.
Wir haben jetzt die Beine.